Willkommen zurück zu The Evil Within 2. Und wie man sehen kann, befinden wir uns in einer Traumszene, denn wir sind wieder zu Hause. Und wir machen direkt da, wo wir aufgehört haben. Wir durchsuchen das Haus. Traumsequenzen sind doch immer für den Arsch eigentlich. Aber naja. Oh, sollen wir gleich mal in ihr Kinderzimmer gucken, ob das Bike da ist? Lillys Zimmer. Wie es früher war. Ich wünschte, es wäre immer noch so. Dann ein paar coole Kinderbücher. Will you be my friend? Und da unten ist hier I need a hug, Ladybug. So ein bisschen wie die Eule mit der Beule, oder? Zack. Okay. Gehen wir hier raus. Da kann ich rein, aber wir können schon die Treppe runtergehen. Lillys Zeichnungen. Gott, ich hoffe, sie konnte sich einen Teil dieser Unschuld bewahren. Oh, was ist hier drin? Mysteriöses Symbol, du hast das Gefühl, das schon mal gesehen zu haben. Kannst aber nicht genau sagen, wann oder wo. Auf jeden Fall sieht es ziemlich cool aus. Also beschließt du es, in dein Zimmer aufzubewahren. Ich habe immer so viel gearbeitet. Könnte ich die Zeit zurückdrehen? Würde ich mehr davon mit ihnen verbringen? Ja, das macht man immer und das ist einfach nicht so. Also, es gibt einen interessanten Film. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Aber da ist es auch so, da sagt er sich, wenn ich die Zeit zurücknehme, würde ich alles anders machen. Und tatsächlich macht er vieles nicht anders. Auf eine andere Art und Weise. Aber trotzdem arbeitet er immer noch so viel, nimmt sich wenig Zeit für seine Familie. Das ist genauso ein Film. Ist ein japanischer Film. Im Endeffekt endet er genauso wie der andere. Er stirbt irgendwie einsam. Und obwohl er das alles anders machen wollte. Na, wo ist sie denn hingelaufen? Was? Da liegt noch ein Brief auf dem Tisch. Dieser Brief. Myras letzte Nachricht. Versteckt in ihren Akten. Was steht da drin? Es hörte sich so verrückt an. Aber ich hätte ihr glauben sollen. Mein lieber Sebastian. Wenn du diesen Brief erhalten hast, dann, so fürchte ich, ist das Schlimmste eingetreten. Meine Nachforschungen sind der Wahrheit zu nahe gekommen. Du wirst mich wohl nie wiedersehen. Es tut mir leid, dass ich es dir verheimlicht habe, aber es war zu deinem Schutz. Entweder vor der Wahrheit oder meinem Wahnsinn. Dem Brief liegt eine Kopie meiner Aufzeichnungen bei. Ich hoffe, dass du sie niemals erhältst. Aber falls doch, liegt es an dir, zu beenden, was ich angefangen habe. Bitte, tu es für Lili und für mich. In ewiger Liebe, Myra. Mhm. Tja. Selbst in der Küche, wo kein Wind weht, wackeln die Haare. Es tut mir so leid, Sebastian. Hä? Myra. Du hast so viel durchgemacht. Die ganze Zeit. Wow. Ganz allein. Es ist meine Schuld. Du wolltest es mir sagen. Aber ich habe dir nicht geglaubt. Nee. Und jetzt bin ich so durcheinander, dass ich schon mit einer Halluzination rede. Ich habe dich enttäuscht. Ich konnte Lilly nicht aus dem Feuer retten. Ich habe alle enttäuscht. Das stimmt nicht, Sebastian. Das Feuer war nicht die Gefahr. Das weißt du jetzt. Dennoch konnte ich sie nicht beschützen. Nee. Wie denn auch? Mobius ist eine Naturgewalt. Das ist so, als würde man sich für ein Erdbeben verantwortlich fühlen. Es war nicht deine Schuld.
Na? Du musst aufhören, dich so zu quälen. Du bist ein guter Mensch, Sebastian. Deshalb habe ich dich geheiratet. Und diesmal kannst du sie retten. Zu viele Kräfte sind gegen dich. Du musst stark bleiben. Lass dich von der Vergangenheit nicht besiegen. Ich verzeih dir. Und Lilly wird es auch. Aber das Wichtigste ist, dass du dir selbst verzeihst. Verzeih dir selbst. Check auf meine Liste. Ich verzeih mir selbst. Und dann trete ich mal ein paar Bastarden in den Arsch. Sie hat recht. Sie hatte immer recht. Theodor setzt meine Schuld gegen mich ein. Aber welche Schuld? Es ist ihre Schuld, nicht meine. Sie nahm mir alles. Ich habe es nicht begonnen. Aber ich werde es beenden. Yes. Und Gnade Gott denen, die mir im Weg stehen. Dirty Harry is back. Oh, das muss Amazon sein. Wachen Sie auf, Sebastian. Das mag Anlage. Was? Was? Hoffmann? Was ist passiert? Du hast auf sie geschossen, du Spast. Sie hat sie hergebracht. Tut mir leid, Sebastian. Ich wollte sie retten, aber... Ich hab sie erschossen. Die Schusswunde war nur oberflächlich. Sie starb durch Verletzungen aus dem Kampf gegen diese Dinger. Verdammt! Sie hätte so nicht sterben müssen. Sie war eine gute Soldatin. Sie wollte nur Lilly retten. Und jetzt ist sie tot. Verdammt, los, hau gegen die Wand. Das ist meine Schuld. Schon wieder. Nein, Sebastian. Es ist nicht ihre Schuld. Lassen Sie sich nicht beirren. Sie haben recht. Dieser gottverdammte Mistkerl. Das will er doch nur. Er will, dass ich mich schuldig fühle. Er ist für das verantwortlich, nicht ich. Er ist der Schuldige. Okay. Zeit zu gehen. Ich muss nur Theodor finden. Das ist nicht das Problem. Liams Maschine zu zerstören hat funktioniert. Theodor ist nicht mehr versteckt. Das Problem ist, zu ihm zu kommen. Wieso? Wie meinen Sie das? Das war auf den Außenkameras des Überwachungssystems. Schauen Sie mal. Theodors Festung ist mitten in Union erschienen. Aber sie ist scheinbar von einer riesigen Feuerwand umgeben. Mist. Da werde ich nicht durchkommen. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit. Ich habe in Liams Ausrüstungsraum ein Gerät gefunden, das uns helfen könnte. Gut. Zeigen Sie es mir. Es ist noch nicht bereit. Ich muss noch was anpassen. Natürlich musst du das. Okay. Tun Sie, was nötig ist. Hier ist doch irgendwo ein Hotel in der Nähe. Was will er denn? Prüf, ob es sicher ist und schicke dann die Koordinaten durch. Treffen wir uns dort mit dem Gerät. Okay, bis bald. Gut, aber erstmal werden wir uns ein paar Waffen einsacken. Die lag doch ganz viel rum, ne? Hier. Yeah. Brauchst du wohl nicht mehr. Tut mir leid, Esmeralda. Ich sorge dafür, dass ihr Tod nicht umsonst war. Ich werde dieses Schwein zur Strecke bringen. Sturmgewehr! Endlich.
Wo wir natürlich wahrscheinlich nur 3 Schuss für haben oder so. Wie immer. Okay, wir müssen ein bisschen was gucken, ob wir noch hier irgendwas finden, was wir gebrauchen können. Und speichern müssen wir auf jeden Fall auch einmal. Erstmal sammeln wir alles ein, was wir hier finden können. Komm, trinken noch schnell ein Käffchen. Ah, lecker. Schöne heiße Brühe aus Union. Yes, we are glad you are here. Union. Make the possible impossible. So, die Schrotflinte haben wir auch noch auf sich gerade, die ganz gut gefüllt ist. Mehr gibt's hier gar nicht zu einsacken. Natürlich schade. Speichern wir einmal kurz. So. Yes. Ja, das schreiben wir. So. Und dann... Können wir wohin müssen? Das ist die Frage. Ich guck mal ganz kurz da durch nochmal. Kann ja sein, dass wir nochmal irgendwas machen können. Hier zum Beispiel. Da haben wir eine neue Waffe bekommen. Hier hinten, Sturmgewehr. Können wir irgendwas erreichen? Die Feuerkraft können wir erhöhen, oder? Klar. Funk. Gut, das können wir jetzt noch nicht machen, aber wir können die Magazingröße, die Feuerrate, die Nachladezeit. Ach komm. Soll's. Okay. Können wir noch hier was herstellen? Ein bisschen Munition. Der Flammenwerfer fehlt uns bei Teile, sehe ich gerade. Aber okay, machen wir mal 27 Stück. Klack. Gut. Haben wir noch einen Schlüssel? Das kann ich. Ups, warte mal. Mal gucken. Schaut nicht so aus. Ja, gut. Wir lassen uns zurückgehen. Los. Dann müssen wir schon noch zurückgehen. Dann müssen wir, glaube ich, nochmal speichern kurz, weil sonst müssen wir das Ganze nochmal machen, falls wir gleich sterben sollten. So, speichern. Perfekt. Überlegen wir, wo wir längs müssen. Müssen wir hier längs? Machen wir einfach mal. Moin. Dann können wir ein paar Sachen einsammeln wieder. Was halt niemals verkehrt ist. Liegt hier noch mehr? Nee, doch hier. Oh, den Computer können wir benutzen. Zack. Oh, sollen wir überhaupt hier hin? Post Plus? Ich weiß gerade gar nicht. Na egal, wir gehen erstmal dahin, gucken. Such dir einen Weg durch die Überreste von Union, um zum Hotel zu kommen. Die Ladezeiten sind für die Xbox-Verhältnisse schon sehr lang, aber naja. So, Post Plus. Käffchen brauchen wir nicht. Alles mit, was hier liegt. Also alles. Können wir für jeden Scheiß benutzen hier, ne? Machen wir auch nochmal hier kurz. War ein bisschen nervig, aber ich bin halt so ein kleiner Sicherheitsfanatiker. Es muss immer gespeichert werden. Sonst kommen wir nicht weiter. So, raus hier. So, jetzt mal gucken, welche Waffe wir am besten benutzen. Ich mach erstmal hier drauf. Hier noch irgendwas Neues? Nö. Lass uns mal rausgehen.
Wow. Verdammt. Das ist wirklich eine Festung. Was ist da los, Sebastian? Der Stan dreht durch. Sieht aus, als würde er noch instabiler werden. Du hast ja keine Ahnung. Ich nehme an, du hattest was damit zu tun. Ging nicht anders. War leider notwendig, Kidman. Ich werde das ein für alle Mal beenden. Ich werde Lily retten. Und diesmal habe ich alles, was ich dafür brauche. Viel Glück, Sebastian, und halt mich auf dem Laufenden, ja? Es ist wichtig, dass ich weiß, was da vor sich geht, damit ich dir wieder helfen kann, verstanden? Ja. Ich melde mich. Befolgst deinen Ruf nicht! Oh, ist er einfach einer. Du folgst deinem Beruf nicht und dann baller den ab? Uncool. Obwohl es ganz cool ist, wenn ihr alle abfackelt, oder? Ich meine, für uns. So, die Flaschen helfen uns ja mal zwischendurch. Denn die können sozusagen uns das Leben retten, wenn uns einer angreift. So, wo wir jetzt hin müssen, weiß ich noch nicht. Aber wir durchforsten erstmal alles hier. Und dann den Rest. Oh, da hängt jemand. Da ist jemand ans Holz genagelt worden. Oder was ist das? Blöd. Alter. Er wird uns leiten. Sind den Vorboten irgendwie killen? Warte mal, können wir den nicht? Kann ich nicht abschießen? Komisch. Zwei Schuss habe ich dann noch. Alter, was für ein nerviger Typ. Oh Mist, shit. Oh. Das Feuer wird dich verzehren. Du kannst dich nicht vor deinen Sünden verstecken. Oh Mist. Mist, ich dachte ich. Was ist denn los? Okay, das ist uncool. Kann ich auch nicht machen. Okay, so killen wir ihn wahrscheinlich nicht. So macht man es nicht. Ich wollte euch das mal zeigen, wie ihr das am besten nicht macht. Und das ist am besten so. Krass. Der war krasser Typ. Kann ich überspringen? Was haben wir ja schon alles gehabt? Das ist wirklich eine Festung. Was ist da los, Sebastian? Thank you.
Wir ein paar Sachen einsammeln hier, ne? Das machen wir nochmal schnell. Aber ihn müssen wir irgendwie anders killen oder beileibe kommen. Ich glaube, den müssen wir killen, sonst haben wir den die ganze Zeit an den Backen. Nervt ja auch. Wollen wir hoch? Wir haben ja noch das Ding mit dem Blitzen, okay. Leuchtet ein bisschen, wie man sieht. Das macht eigentlich nichts. Oh. Lauf! Du kannst dich nicht vor deinen Sünden verstecken! Oh, kann ich versuchen zumindest, oder? Na komm her, du Affe. Wow! Was ist denn da los? Ich kann die coolen von diesen anderen hören. So, und jetzt? Das Feuer wird dich verzehren. Wollen wir einen Kältebolzen machen? Ich hab bloß keine. Kann auch schnell einen bauen. Kann ich Kältebolzen bauen? Anscheinend nicht. Da fehlt mir ein bisschen was für. Eigentlich nicht. Bin ich genau bei dir. Ach, lauf doch einfach, statt da rumzuheulen. So, warte mal. Oh, verdammt. Wo ist er? Du wirst brennen. Oh, es gibt doch gar nicht. Ah, mal so eine Spritze reinsetzen, damit wir nicht ganz sterben. Ist er gerade abgehauen? Okay. Ich versuche ihn nochmal von hinten anzugreifen.
Macht das ja Sinn irgendwie? Er wird uns leiten. Ich hoffe es zumindest, es macht Sinn, ihn von hinten nochmal anzugreifen. Dann kriegt er nochmal ordentlich ein Messer und ein bisschen schnell abhauen. Schade, dass ich keine coolen Sachen mehr habe. Ich kann Dienstsüche einsetzen, aber die wollte ich gerne behalten. Immer noch, okay. Ne, wir bleiben noch kurz bei der Schrotflinte. Noch 4 Schuss, ist nicht so viel, aber warten wir mal ab. Ich glaube, er kommt gleich nochmal. Dann versuchen wir es gleich nochmal einen anzugreifen. Da hinten ist so ein Kryo-Ding. Da könnten wir ihn wahrscheinlich einfrieren mit und die Luft jagen oder so. Ich weiß es nicht. Er macht da auch ordentlich Alarm mit seinem Feuer. Kommt er nochmal hierher? Finde ich ganz geil. So. Das ist schon ein kleines Kaliber. Flammengestank. Der Flammenwerfer aus diesem Tankstamm war irreparabel beschädigt. 2 davon ausreichen. Okay, perfekt. Das habe ich gebraucht. Fast alles zusammen. Ah, perfekt. Gut für uns. Jetzt haben wir hier den ganzen Kram mehr von Leichen. Kann ich da rein? Ich könnte da durch, aber da kann ich nicht rein. Okay. So, da sind diese Kryo-Dinger. Da hinten ist noch mein. Da hinten ist auch noch mein Blitzding. Ich könnte die mal einsammeln wieder. Da muss ich die nicht. Man sieht da hinten diese Kryo-Dinger. Die Dinger sind ja, wenn die aufblähen, sind die natürlich scheiße. Wenn sie nicht aufblähen, kann man die killen. Oh, da kommt einer hier längs. Will sie nicht Feuer machen. Wir müssen die einmal rundherum killen hier. Es sind einige, die hier rumlaufen. Das könnte ein bisschen hitzig werden, wenn sie alle auf einmal zu mir kommen. Na komm. Lup. Lauf doch mal weg da, du Affe. Okay, kommt das hier? Das kannst du auch gerne. Glaub ich nicht. Okay. Jetzt brennt er gleich, wenn man ausgeht und rückwärts geht, dann killen wir ihn. Wann der aufleuchtet, ja? Wo ist denn der jetzt? Da kommt er. Ich weiß nicht, wo man noch weiter lenken geht, aber. Ja.
Kommt er hier rein? Nö. Das ist das Gute, er kommt nicht hier rein. Ich habe das Interesse schon wieder verloren. Ich weiß jetzt auch nicht, wo er ist. Da. Oh. Ging nicht anders. Ärgerlich. Hätte ich gerne ohne Schüsse, ohne Munition gelöst, aber wie ihr seht, habe ich das nicht hingekriegt. Okay, hier sind die Kryo-Sachen. Hier werden wir was einsammeln. Kann auch mal gebrauchen. Okay, dann ist die Handfeuerwaffe wieder. Gut, ich sammle erstmal hier rundherum ein. Nicht, dass ich da irgendwas übersehe. Und dann suchen wir uns die anderen Leute an. Hat sich alles ein bisschen verändert hier. Aber doch wiedererkannt alles. Also hier ist, glaube ich, nichts mehr. Gehen wir nochmal hier rum ein bisschen. Ich mache ein paar Kisten kaputt. Kriegen wir da noch was? Nur eine Flasche, da müssen wir uns jetzt nicht für abmühen, um die Leute da zu killen. Gucken wir mal, ob wir da noch irgendwas bei den Kisten da hinten finden. Weiß es nicht, aber wir gucken alles durch. Okay. Gucken wir mal nach, ob wir da noch ein bisschen Schießpulver finden. Munition ist ja rar gesät, deswegen macht es schon Sinn. Alles mitzunehmen, was man findet. Muss halt die Richtung sein. Gucken wir mal, ob ein Auto drin ist. Nö. Sieht ein bisschen anders aus als vorher, aber auch nicht so viel anders, oder? Brauchen wir ein bisschen Feuer, Heini. Natürlich schlecht für uns. Müssen wir irgendwie killen, ich weiß noch nicht wie, aber... Ja, ein Typ, Alter. Müssen wir ein bisschen hinterherlaufen, leider. Oh. Verdammte Axt. Schon ein bisschen nervig, oder? Aber wir brauchen noch einen von ihm, um selber einen Flammenwerfer zu bauen, ne?
Mach gerade da drin Feuer. Okay, warten wir mal kurz. Mal abhauen vor dir. Du kannst dich nicht vor deinen Sünden verstecken. So, wir sind noch mal erwischen. Und dann haben wir ihn noch am Haken, den Affen. Wieder das gleiche wie letztes Mal, okay. Also er rennt eigentlich immer seine Runde hier, oder? Kann ich auch einfach hier abwarten und gleich nochmal anstechen, wenn ich hier bin. Wenn er in die gleiche Runde läuft. Das ist natürlich nicht. Ich glaube, er kommt da hinten schon wieder rein, ne? Ja, genau. Ja, dann warten wir gleich wieder hier. Wir stechen gleich nochmal ab, wenn er hier rausrennt. Oh. Hat er mich gehört, Affe? Anscheinend. Du kannst uns nicht entkommen. Okay. Shit. Du wirst brennen. Wo bist du? Um die Musik anzumachen. Wo ist denn der jetzt? Gerade wieder rein, okay. Gucken, wo er jetzt gleich anhält hier. Wenn er gleich hier vorne wieder anhält, kann ich da auch nochmal killen vielleicht. Also, ich glaube, er brennt über den Tresen rüber, oder? Was macht er da? Ach Mann, das nimmt ja gar kein Ende hier.
Eieieiei. Können wir Franziska mitnehmen hier. So. Versuche ich das gleich nochmal hier. Wird er bestimmt gleich wieder da reingerannt kommen dafür, oder? Das anders kann ich mir gar nicht vorstellen. Ist ja schon. So, bleiben kurz hier stehen. Und schleichen gleich wieder hinterher und dann killen wir ihn. Ich glaube, dreimal müsste reichen, oder? Ich hoffe zumindest. So, warten wir mal hier. Das war's für ihn. Das ist es. Das war das letzte Teil. Gut. Den können wir jetzt auf jeden Fall reparieren, den Flammenwerfer. Was natürlich gut für uns ist. Schlecht für den Paten. Für den Pater. Aber für Theodore. Jetzt die Frage, was wir machen. Durchforsten wir jetzt nochmal alles? Oder killen wir die Leute da hinten auch nochmal? Da liegt der Tote, okay. Sieht natürlich aus wie eine Falle da, aber naja. Nichts. Nehmen wir es trotzdem, das ist ja direkt hier an der Kante. Wo wir wahrscheinlich gleich runtergeschubst werden oder so. Das war ein bisschen Gier gegeben. Oh, Tasche für SG-Munition. Können wir nochmal mitnehmen, ne? Ich muss eine Stelle finden, wo ich auch mal speichern kann zwischendurch. Das wäre auf jeden Fall ein Highlight. Und hier müssen wir schleichen und die Typen killen. Ich will es auch gar nicht erst sehen. Oh, das war dumm. Runter! Das war sehr dumm. Oh, das war sehr dumm. Okay, ich hoffe, die gehen in eine Richtung zurück und nicht beide links und rechts vom Auto. Munition. Ich muss leider hier rauf wechseln. Warte. Oh, komm schon. Und jetzt bitte, andere Waffe. Shit, ey. Das ist nicht so geil eigentlich. So war es alles nicht geplant. Und ich habe auch, muss mir hier so ein extra, so ein super Leben nehmen. So war das auch echt nicht geplant. Vor allem schön die Munition verballert hier von dem, ne? 27 Schuss haben wir noch, aber du warst nicht geplant, Mann! Da müssen wir schon vorsichtig sein beim anderen.
Das war nur, ich wollte die Flasche aufsammeln und bin dann aufs Dach gestiegen. Das war total dumm und behindert von mir. So, die fetten Typen da hinten sind ja uncool eigentlich. So, gucken, wie wir die erledigen. Wahrscheinlich mit Flammenwerfer. Oh, das wäre cool. Tür oder nichts mehr hier. Gut. Gehen wir reingehen. Ist was Neues drin? Sondern das Bild, was wir damals zerstört haben. Aber wieder ein Schlüssel. Fürs Krematorium. Also für den Leichenschlüssel. Das ist natürlich cool. Da was drin, was Neues. Sicherung. Da. Naja. Haben sich wieder gefüllt, die Sachen hier, würde ich sagen. Was für uns natürlich super ist. Sind schon fette Brocken da, aber eventuell können wir die verbolzen. Rauchbolzen. Kommt auch nicht auf mich zu, ne? Okay, jetzt müssen wir mal aufmachen hier. Okay. Oh. Kann ich die auch mit der Handfeuerwaffe abballern eigentlich? Da können wir schon aufpassen. Sieht ja nicht gesund aus. Kann er hier reinkommen? Glaub nicht. Alter, wenn der jetzt reingekommen wäre, wäre er echt albern gewesen. Wie so ein fetter Typ, der... Oh, mach die Tür noch zu, danke. Was ist da? Höflich. Was hab ich die auch... Jetzt komme ich nicht raus. Warte, ich sehe. Ich komme nicht raus. Alter. Los. Der hängt da fest an der Tür, deswegen komme ich nicht raus. Franziska, ich nehme ihn noch mit. Wollen die mich verarschen? Warte mal. Ah, jetzt, so vielleicht. Alter, was, wie nervig ist das denn gewesen? So, hier sammeln wir mal kurz ein. Einsammeln hier. Und? Die Richtung müssen wir. Sind einige verbrannt worden. Auch ein uncooles. Da ist er mit seiner Tasche. Ich meine, so viel Munition werden wir niemals haben für die Waffe, aber egal, wir haben sie. Die Tasche zumindest. Gucken, ob noch irgendwas ist. Ist irgendwas übersehen hier? Das finde ich ärgerlich.
Aber ich glaube, hier ist nichts weiter. Ja, hier können wir noch ein bisschen Munition einsammeln, wollte ich gerade sagen. Hier. Schießpulver. Oh, hier ist auch noch eine Kiste. Aussammeln. Aussammeln. Und langsam finden wir ordentlich Waffenteile hier, ne? Also, haben wir auch welche gefunden, aber nicht so viele wie jetzt, oder? Also 3 Schuss drin, das sind nicht so viel. Es lohnt sich. Was ist denn hier los? Wieder haben wir im letzten Jahr nicht gefunden. Das ist wahrscheinlich auch nur jetzt. Lagerraumschlüssel. Das ist doch jetzt auch nur, wenn es zum Ende geht, ne? Dann darf man nochmal alles einsammeln, was man so findet. Sonst findet man nie was. Also auf jeden Fall nicht so viel. So, es ist so, man merkt, es geht zum Ende hin. Mysteriöse Actionfigur. Endlich habe ich die Actionfigur. So, jetzt kriegen wir noch einen Lagerschlüssel. Und. Okay, jetzt haben wir hier eigentlich alles entdeckt, was man hier entdecken kann. Aber das ist immer noch der verkehrte Weg wahrscheinlich, ne? Ah, hier liegt auch noch was, habe ich gar nicht gesehen. Mitnehmen. Haben wir gut. Wir müssen natürlich gucken, dass wir nochmal irgendwo einen Raum finden, wo wir diesen, zum Beispiel auch, diesen Lagerschlüssel benutzen können. Da ist die Festung. Unterschlupf. Okay, vielleicht soll man da erstmal hin. Oder woanders hingehen. Da hinten sind schon wieder irgendwelche Viecher. Hier hätten wir den Typen mal retten können, was wir nicht gemacht haben. Oh. Schon wieder so ein Typ. Mein Gott. Du folgst deinem Ruf nicht. Mal gucken, wo der hinläuft. Oder mal gucken, wie seine Strecke ist. Vielleicht können wir ihn auch nochmal killen. Okay. Er jagt einfach alles in die Luft. Darüber kann ich nicht. Okay. Natürlich schlecht. Weiß ich auch nicht, welchen Weg er hier gelaufen kommt gleich. Er kommt wieder zurück. Hat er uns gesehen? Ich glaube nicht. Zack, jetzt noch ein. Und gleich ist hier nochmal. Oh, fuck. Nicht so leicht. Na komm, du hast mich verloren, sagst du. Sag es mal schnell. Das ist tatsächlich. Komm ich wohl nicht mehr so schnell hin.
Oh, fuck, fuck, fuck. Okay, das war risky von mir. Oh. Geh doch mal auf Duke-Station hier. Er wird uns leiten. Müssen wir kurz aufpassen, dass wir ihn nicht direkt wieder in die Pfoten laufen, ne? Warte. Von der Seite hier. Müssen wir nochmal erwischen. Okay, wir warten mal, bis er zurückkommt. Dann killen wir ihn. Alter Schwede, wir haben fast eine Stunde gespielt, wie ich gerade. Das ist immer eine krass lange Folge. Wer bis jetzt durchgehalten hat, top. Wer bis jetzt nicht durchgehalten hat, ja, der hört es ja nicht, ne? Also, von daher, egal. Den killen wir noch und dann suche ich einen Safe Point. Also gehe jetzt Safe Point und dann ist es noch Schluss für heute. Was? Ich wollte gar nicht so lange daddeln, aber irgendwie ging die Zeit gerade wie im Flug. Für mich. Für euch vielleicht nicht. So. Ja. Waffe. Einen grünen Schleim mitnehmen. Mal gucken, ob hier drüben am Parkplatz noch irgendwas ist. Wir mitnehmen können hier. Abgesehen von Pflanzen. Okay. Mal an. Was ist denn da los? Ich will mal hier die Pflanzen mitnehmen. Da hinten liegt auch noch was. Okay, da müssen wir schon aufpassen. Die wollen wir natürlich nicht mitnehmen. Müssen wir ja auch nicht. Jetzt haben wir Waffenteile für 930 Waffenteile, was natürlich relativ viel ist. Gehen wir rein. Dann gehen wir auch gleich hier rein. So. Perfekt für uns. Uha, ja Leute. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, so lange. Gucken, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Jetzt wird erstmal gesaved. Und für euch geht's ja, in die Wartezeit. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.